Übungen bereiten auf den Ernstfall vor. Eine Binsenweisheit. Hier ein Beispiel von vielen, zusammengefasst aus einem Ausbildungsfilm. Einwand ausgefallen! Wir folgen! Der von der eigenen Truppe abgeschnittene Soldat hat alles dran zu setzen, um sich durchzuschlagen. Leicht gesagt, in der Ausbildungsvorschrift. Halt! Alle sitzen bleiben! Halt! Stehen bleiben! Aus der Gefangenschaft zu fliehen, ist schon mal keine leichte Sache. Und dann sich ohne Ausrüstung durchschlagen? Was macht man, wenn man unbeabsichtigt im Feindgebiet landet? Klar, zunächst einmal ein Versteck aufsuchen. Aufstehen! Ja, und das Beste, was einem dann passieren kann, ist, einen Kameraden zu finden. Wer bist du? Bin getürmt. Dann komm! Gerade! Haben sich so mehrere Versprengte zusammengefunden, besteht natürlich eine größere Chance, sich zur eigenen Truppe durchzukämpfen. Munitionsausgleich. Sie übergeben 10 Schuss an Kasera. Sie bekommen von mir 5 Schuss. Ausrüstung und Verpflegung ausgleichen. Die auf sich gestellte Gruppe wird vom Erfahrensten geführt. Das ideale Versteck, das gibt es kaum. Man ist immer nur so gut, wie es der Gegner erlaubt. Deshalb kommt es umso mehr auf die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten an. Einer muss immer die Augen offen halten, ob die Gruppe schläft oder einen Schlachtplan entwirft. Die Verteilung von Ausrüstung und Verpflegung. Sie übergeben 20 Schuss an Ihren Kameraden. Wenn ich in einer Stunde, 15 Minuten nicht zurück bin, übernehmen Sie die Gruppe. Melder, Waffe aufnehmen. Waffe aufnehmen. Gepäck ablegen. Vor den Plan zum Durchschlagen hat der Gruppenführer die Standortbestimmung gesetzt. Wo bin ich, wo meine Truppe? Wie ist das Gelände und wo und wie bewegt sich der Gegner? Das Gelände bietet genügend Schutz, um den Plan endlich in die Tat umzusetzen. Doch die große Frage lautet, bei Tag oder bei Nacht? Vorteile bei Tag, die Marschleistung ist höher. Feind ist besser zu erkennen. Hindernisse können rechtzeitig bemerkt werden. Nachteile? Die Gefahr, entdeckt zu werden, ist größer. Die Aussicht zu entkommen, geringer. In der Nacht sind alle Katzen grau. Die Dunkelheit schützt vor Entdeckung und Verfolgung, nicht aber vor Überraschungen. Durchschlagen bei Nacht ist meist sicherer, kostet aber mehr Kraft und Zeit. Sicherheit geht vor. Unsere Gruppe hat sich also zunächst für Nachtarbeit entschlossen. Der stellvertretende Gruppenführer sichert. Alle 300 bis 500 Meter Sammelpunkt. Jemand verletzt? Nein. Dann sammeln, ich muss ihn orientierungshalten. Man hat Posten. Um jedes Risiko der Entdeckung auszuschalten, sind Kontakte zur Bevölkerung zu vermeiden. Auch zur weiblichen, so schwer es fällt. Hey, ist da etwa? Die erste Nacht hatte es in sich. Soweit die Füße tragen, das bedeutet, die Stiefel trockenlegen. Und das bedeutet auch, die deutsche Socke muss sauber bleiben. Erfindungsreichtum gehört dazu, dass einem die Socken nicht noch mehr qualmen. Das Tafelservice muss wieder auf Hochglanz gebracht werden. Wenn kein Atter zur Hand ist, tut's auch Sand. Das First-Class-Menü kann so wenigstens für kurze Zeit frisch gehalten werden. Gefahr besteht immer im Feindgebiet. So kann man sich tagsüber nicht nur ausruhen. Die Devise heißt, durch ständiges Beobachten aufklären.
Von solchen gegnerischen Kräften haben Versprengte im Regelfall kaum etwas zu befürchten. Hier sieht es schon anders aus. Rot durchkämmt das Gelände und versucht möglicherweise eine Auffanglinie zu besetzen. Die Gruppe versucht auszuweichen. Dennoch läuft sie auf eine gegnerische Sicherung auf. Bei der Schwarzwaffe am Fessel begeben, fesselt sie in Richtung hier. Die sechs Mann können sich der Verfolgung entziehen. Ihr weiteres Vorgehen wird nun aber durch einen Verletzten erschwert. Wir weichen aus. In unmittelbarer Frontnähe wächst natürlich die Gefahr, entdeckt zu werden. Es gibt nur noch eine Möglichkeit: durchbrechen. Der Gruppenführer muss auch entscheiden, ob sich die Soldaten besser einzeln durchschlagen. Das ging schon das SBZ. Wir brechen durch. Stopp! Auf! Durch! Halt, wer da! Parole! Los, komm schnell auf die Stellung zu! Gruppenführer, Alarm! Los geht's darüber! Geschafft. Vielleicht hat er sich den Empfang anders vorgestellt. Hierher. Doch zunächst einmal behandelt ihn die eigene Truppe wie einen Gegner. Hierher. 45 Stunden nach Beginn der Übung. Die auf sich gestellte Gruppe hat ihren Auftrag erfüllt. Danke, wegtreten. Oberleutnant Fenster melden mich drei Soldaten, ich sagte nur das Kondor, einmal verwundet und zwei aus der Kriegsgefangenschaft geflogen und zurück. Bisschen geschafft bin ich schon heute. Oh, wenn das ernst wäre. Also, im Ernstfall wären die Anforderungen noch größer. Einen Vorgeschmack haben diese Männer schon gehabt. Trotzdem hoffen wir, dass daraus nie ernst wird. Öfters zurückgeführt worden.